Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part von Chorus. Ja, wenn ich der Karte hier Glauben schenken darf, werden wir wohl hier so ziemlich alles gesehen haben, außer irgendwelche Random Encounter eventuell noch oder irgendwelche Gespräche, die vielleicht auch nur in diesem Gebiet freigeschaltet werden. Das weiß ich alles noch nicht. Das machen wir vielleicht noch. Keine Ahnung, wie stark ich das Ganze da angehen werde. Wir könnten auch die Enklave kurz mal anfliegen. Ich denke, das machen wir mal sogar. Komm, fliegen wir die mal noch kurz an. War das mit Piraten? Nix ist mit Piraten. So, fliegen wir die noch kurz an und gucken, ob da irgendwas nochmal zu kaufen ist, ob da irgendwas nachträglich freigeschaltet wurde oder sowas. Keine Ahnung. Die Undock-Station war, glaube ich, hier oben oder hier. Das sieht gut aus. So langsam kennen wir uns doch ein bisschen aus. Ja, genau, das sieht wirklich gut aus. Fliegen wir mal hier hin und bitte rein. Ich weiß nicht, ob im Nachgang irgendwas freigeschaltet wird. Ansonsten wäre ich geneigt, mal ins zweite Gebiet zu fliegen. Ich glaube, da sind wir relativ schnell durchgehuscht, als wir diese Zitadelle damals angegriffen haben oder sowas. Ich glaube, das war dort. Aber wir gucken mal. So, Schiffsstruktur. Ja, da geht nichts, weil gesperrt, weil warum auch immer. Ja, ist einfach gesperrt. Das heißt, man kann die Sachen nur finden und nicht kaufen, ne? Ja. So ist das. Keine Ahnung, warum. So, Gatling, Reißklaue haben wir. Ja, den ganzen Kram haben wir hier. So, dann hier Laser. Auch nichts Neues. Raketenwerfer. Auch nichts Neues. Credits haben wir echt einige. Da geht's richtig ab. So, hier Platz 2. Sehe ich da irgendwas, was ich kaufen kann? Nee. Alles klar. Da scheint wohl auch im Nachhinein nichts freigeschaltet zu werden. Also raus hier. Ja, scheint so. Ich kann natürlich später auch mal wieder gucken, wenn wir wieder ein Stück weiter in der Story sind. Keine Ahnung, wie lange das überhaupt noch geht, das ganze Spiel. Ich dachte eigentlich, wir wären schon recht weit. Oder sind wir wahrscheinlich, auch wenn ich es jetzt krass durchziehen würde, sagen wir es mal so. Also würde ich sagen, auf zum Sprungtor. Unterwegs scanne ich immer mal wieder wie blöd da rum und guck mal, ob irgendwelche Random Encounter kommen. Die holen wir natürlich mit, da haben wir ja ein bisschen dazugelernt. So, ich mache noch ganz kurz von der Karte die Markierung weg, ne? Nicht, dass die mich irgendwann irritiert und ich denke, warum ist da eine Markierung oder sowas? So, die Energiefelder, das sieht auf jeden Fall sehr nice aus, dass wir da so an Energie am Start haben. Ja, da scheint aber nichts zu passieren. Und da bin ich mal gespannt, im zweiten Gebiet habe ich schon noch ein bisschen Hoffnung, was Ritualaspekt angeht, was eventuell Random Encounter angeht, dass wir da zu kurz waren und dass wir dort vielleicht noch was freischalten können. Vielleicht auch in der Zitadelle mal wieder reinschauen oder sowas. Ob man dort noch was kaufen kann oder so. Gut, hier habe ich mich überall eigentlich gut umgesehen. Also rein. Rein da. Und wenn nicht, wird es einfach eine wirkungslose Folge. Gut, ich könnte noch das mit diesem geheimen Schiff da machen, wo wir nachfliegen müssen. Wo wir vielleicht auch drauf achten müssen, eine gewisse Geschwindigkeit zu haben. Ja, hier hätten wir auch noch eine Quest oder was da los ist. Irgendeine Zuflucht, Sprungtor, da haben wir uns auch noch nicht gut genug umgesehen, oder? Egal, gehen wir mal dorthin und dann bin ich mal gespannt, was abgeht. Way! Ist auf jeden Fall echt ein geiles Game. Ich würde mich mega freuen, wenn DLC oder sowas kommen würde, mit neuen Sternensystemen oder sowas. Das wäre mega geil. Ja. Vielleicht das Schiff weiter upgraden, vielleicht klarer abzugraden, so ein bisschen grindy noch was reinzumachen, das wäre schon irgendwie witzig. Wird mir gut gefallen. So, ich scanne mal hier rum, wie blöd. Ja, 15 Kilometer hier vorne ist die Zelinak-Zuflucht. Ich fliege jetzt mal an, also wenn wir nichts anderes kennen, fliege ich mal hin, warum nicht? Das ist das Ding da direkt vor mir, oder was? Genau, ich empfange ein Signal, Aufgabe entdeckt, bla. Und dann gucken wir doch mal direkt, was soll das denn sein? Ist die Mission jetzt direkt genau hier? Schiffsupgrade. Okay. Und Credits. Da bin ich dabei. Achso, die uralte Verderbnis. Ja, alles klar. Und dann gucken wir uns das doch mal an. Anita. My cargo. It's spilled everywhere. All broken. Cult traitors! The infiltration doctrine. Targeting the militia. As expected. This is Nara. Captain, what happened? Cult ship. No, 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 no!
No, I'm here to help. You mentioned cult traitors. The Prophet's ears, bastard! A spy? Where are they? They're all... It'll be okay. Were they alone? My cargo. It's all I have. Ja, die holen wir natürlich. And then we talk, okay? All right. I'll wait here. Die Zirkelbrutalität. Sammle die Vorräte ein. Ja, wo ist es denn? Achso, direkt hier, oder was? Ah, die findet die nicht, oder was? First cargo package retrieved. Good. Let's move on. Jo, da holen wir den Kram hier mal mit. Was war das gerade? Was ist da gerade eingeblendet worden? Oder hätte ich mich jetzt erst umsehen sollen und dann hätte ich die sammeln können? Das kann auch sein, dass das Spiel mich da hinweisen wollte und dann gemerkt hat, oh, der fliegt ja schon da rum wie wild und deswegen brauche ich das nicht mehr. Thank you. It's fine. What happened exactly? The spy. And then we took Asix in? Wait, Asix is the spy? No. All that blood. Just breathe. I'll get the rest of your cargo. A freeze informant. Asix is a double agent. I know. All cargo retrieved. I hope it calms her down enough to talk. Here's your lost cargo. Thank you. Oh, thank... There! The heretics we tracked. No. Area secured. Das war's dann. Einfach mal durchgefetzt mit Ritual des Sturms, ne. Thank you. Please, take this. You don't owe us anything. I insist. Please. Thanks. Now, about this spy. Yes. Tonrak. We were all friends and fled from Najara together. Then we rescued Asix and Tonrak turned on us. We fought. Asix escaped. I killed Tonrak. I killed my friend. You're in good hands here. Nara out. So Asix did not betray us. Not yet. Mhm. Okay. Gut. Das war's anscheinend. Ich denke mal, die fliegt jetzt weg und das Suche, die Selinak-Zuflucht wird wohl jetzt abgeschlossen sein. So ist es. Ich habe irgendwie nur Credits bekommen, oder? Oder heißt das jetzt, ganz kurzer Moment, gucken wir mal wieder rein. Also Mission ist weg, eindeutig. Gucken wir mal aufs Schiff. Schiffsstruktur. Da hat sich auch nichts getan. Und ansonsten habe ich nur Gold bekommen. Also Credits bekommen. Könnte es sein, dass ich jetzt irgendwas dann doppelt bekommen hätte und stattdessen habe ich dann Credits als Erstattung bekommen. Oder ich habe eben schon so viel Schild und Rumpffragmente und so weiter, dass ich da jetzt nichts bekommen habe. Das ist möglich. Keine Ahnung. Also die Bezeichnungen der Questbelohnung stimmen nicht immer, sage ich mal so. Ich würde sagen, wir fliegen mal dahin, oder? Und dann werde ich das mal dort mal ein bisschen wie wild rumscannen oder so. Und vielleicht nicht irgendwo dagegen fliegen und noch Credits sammeln und einfach mal gucken, was passiert. Das wird sich schon alles so ergeben, alles fügen, sage ich mal. Da muss ich jetzt nicht alles bis ins Kleinste studieren. Auch wenn ich immer so ein bisschen dazu neige, sorry. Immer da alles rausfinden zu wollen und wie funktioniert das und das. Letzten Endes ist es eigentlich fast egal. Weil man strebt eh zum Bestmöglichen und wenn ich dann halt Schildfragmente finde, dann ist es gut. Und wenn ich keine finde, ist es halt nicht so gut. Das war's. Ich habe eigentlich gehofft, dass wir hier was freischalten oder zumindest mal was finden. Dafür lag es jetzt so schön abgelegen. Aber dem scheint nicht so zu sein. Ich fliege trotzdem mal hier so weiter. Da gibt es auch manchmal die Situation, wenn man dann so nah an den Rand fliegt, dass dann das Spiel sagt, ey, du musst wieder zurück auf die Map, so auf die Tour. Das könnte auch gleich passieren, weiß ich nicht. Wir sind relativ weit außen. Ja, da geht auch kaum mehr was die... Ah, okay. Achso, nee, das ist mein Wegpunkt. Ich dachte gerade, ich hätte da was gefunden. Oh Mann, bin ich so clever.
Egal, wir fliegen trotzdem mal hier so rum, scannen rum und gucken mal, was abgeht. Aber anscheinend haben wir da relativ wenig Glück. Schade eigentlich. Gut, wie gesagt, wir hätten noch das mit diesem Schiff, wo ich natürlich auch mit den Modifikationen arbeiten kann, wo ich dann schneller fliegen kann und so. Das könnte auch noch helfen. Das geheime Schiff, wo wir nachfliegen sollen und da so ein bisschen was regeln sollen. Könnte sein, dass das hilft, weiß ich nicht. Ich mache jetzt mal hier hin so einen Punkt und dann fliegen wir einfach mal weiter und scannen so rum. Aber auch krass, dass ich hier keine Credits und gar nichts finde. Da ist einfach gar nichts hier in der Region. Da ist die Zitadelle, ne? Das Ding mit den zwei Türmen, als ich damals dachte, das wären Raumschiffe. Auch nicht schlecht. War auch ganz großes Kino. Als man die Türme dort, die Energiefelder dort wegschießen musste, die Generatoren wegschießen musste, um es mal so zu nennen. So, da ist das Sprungtor. Da sind wir auch damals durchgeflogen. Ich glaube, da habe ich mich hier auch noch ordentlich umgesehen. Da scheint tatsächlich wohl gar nichts mehr los zu sein. Krass. Hätte ich jetzt so nicht erwartet. So, da unten. Ich mach mal den Wegpunkt dorthin, dass wir so in die Richtung noch fliegen. Auch random Encounter-mäßig passiert hier gar nichts, ne? Absolut lame. Na, da bin ich echt geneigt zu sagen, dass wir uns vielleicht doch das mit diesem Schiff noch ganz kurz noch angucken. Wenn hier jetzt gar nichts mehr passiert. Dieses verlorene Schiff mit diesem auch Ritualaspekt-Kram. Ja, da ist wohl echt nichts mehr. Ja, hier ist auch Ende der Map. Da kann ich mich nicht mehr weiter bewegen. Ich mache mal noch hier hin einen Punkt und dann fliegen wir noch dorthin. Ja, aber das Spiel gibt mir auch gar keinen Hinweis, so von wegen, da könnte noch was sein oder so. Jetzt wirklich nur, weil es komplett abgelegen ist, fliege ich mal dorthin und scanne da wie blöd rum. Es kommt auch kein neuer Punkt, also keine neue Station oder ähnliches. In der Zitadelle war ich ja auch drin und habe dort eigentlich alles gekauft. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass da nichts Neues drin ist. Ja, sieht wohl echt danach aus, dass hier nichts mehr passiert. So, ganz kurzer Moment. Ich werde dann off-Kamera irgendwann das nochmal genauer angehen. Ist das hier das Sprungtor oder was? Und was ist das da unten? Auch ein Sprungtor oder was? Ach, das ist die Zitadelle. Auch ein Sprungtor. Jo. Dann fliegen wir kurz dorthin. So, dann war's das. Raus hier. Dann haben wir hier leider Pech gehabt. Außer diese eine Nebenquest mit dem Schiffsupgrade, was kein Upgrade war, haben wir leider nichts bekommen. Und auch Random-Encounter-mäßig ist hier echt wenig los. Aber es könnte wirklich sein, wenn man schnell durch die Gegend fliegt, dass dann, also hier mit diesem Sublicht, dass da einfach weniger passiert. Das könnte durchaus sein. Weiß ich nicht. Ja, versuchen wir es noch einmal mit dem Schiff. Zweimal vielleicht. Einmal versuche ich es ganz normal. Ob ich es nochmal schaffe und vielleicht jetzt direkt was gut geschrieben bekomme. Oder ob ich die Quest nochmal neu starten muss und dann wirklich mit so einem Speed-Beschleunigungsdingens, dass es nur so funktioniert, dass ich wirklich hinten dran bleiben kann. Das werden wir jetzt sehen. War das hier? Weiß ich gerade gar nicht mehr. Ja, hier, ne, an der Stelle. Verderbtes Schiff, genau. Ja, hier wären ja auch... Ach stimmt, hier war auch noch das mit dem Blitzfeld hier in der Region. Das könnte man natürlich auch noch machen. Egal, wir versuchen zuerst das mit dem Schiff, weil das ist ein Ritualaspekt und ich habe die Hoffnung, dass es mit diesem Jump da zu tun, mit diesem durch die Gegner durchfetzen. Ich weiß jetzt nicht, Ritual des Auges oder wie es heißt, keine Ahnung. Was haben wir, des Sturms, der Jagd und jo, der Speerspitze, ne, keine Ahnung. Ah, meine Lieblingsfarmstelle, da ist sie doch. So, Ritual des Sterns, genau. Da habe ich da denke ich sehr stark, dass es darauf hinausläuft. Das war an der Stelle des Sterns, also hier mit dem verderbten Schiff, Mission, uralte Verderbnis, lade die Logdaten runter. Und da war es ja so, dass ich sonst immer eigentlich hinten dran war und dann war es doch irgendwie weg oder ist weggesprungen und es kam der Hinweis von wegen, mach kein Damage am Schiff oder sowas. Vielleicht verchecke ich es auch jetzt wieder, dann ist es mal echt egal. Vielleicht habt ihr es mir schon längst in die Kommentare geschrieben. Ich habe es ja, glaube ich, im letzten Part oder in diesem schon thematisiert. Anything of value? Oh, habe ich da drauf Bock? Nö. Komm, weiter geht's. Kein Bock. Aber hier haben wir jetzt Random Encounter, wieder auch beim schnellen Fliegen. Jo, keine Ahnung.
Vielleicht passiert einfach in den Startgebieten da weniger. Das ist durchaus möglich. Hier haben wir das Blitzfeld mit dieser Mission noch. Was gibt es eigentlich dort zu holen? Das ist das hier. Eine Mod und Credits. Uralte Verderbnis und da hätten wir halt noch Herz. Jo, alles klar. Wir gucken uns mal die Verderbnis an. Da haben wir eigentlich auch echt schon viel gesehen. Dann sieht das echt schon so aus, als ob wir auch relativ gründlich vorgegangen wären. So, hier war das mit dem Schiff. Das Schiff liegt ein bisschen vor. Wir müssen rangehen. Können uns immer wieder hinporten. Ja, vielleicht mit dem Ritual, wenn ich dann so schnell hinfliege und es zerschreddere, vielleicht hilft das ja. Ich weiß es nicht. Ritual des Sterns oder so. Ich glaube es nicht, aber wir werden es sehen. Zwei Aufgaben direkt entdeckt. Echt jetzt? Bleib mal ganz locker. So, hier, den da. Negative. Despite the signal I detected, it is offline. My scans suggest the ship has been here for 125 years. That's before psychic totems, or even the Prophet existed. How about rebooting its core AI? Negative. Maybe you can sense something. Ich kann was spüren, jo, definitiv. Das Geheimnis des Schiffs spüren. Es erinnert mich an ein Totem. Uralte Verderbnis, ich muss tiefer vordringen, jo. It's deeply corrupted. Nara, it's powering up. Visuals! Corruption! Mist! Na, das war der Quatsch hier. Genau. Bisschen heilen, hinten dran bleiben. Mehr eigentlich nicht machen, ne? Bringt das was, wenn ich dann so dodge? Weiß ich gar nicht. Ja, doch. Bringt was. Zumindest mal ein bisschen. Nein. Ja, und wenn sowas passiert, springe ich einfach hinten dran wieder. Würde ich sagen. Oh, und da macht er diese Flugkurve. Ich hasse es. It worked. Komm heran, komm nah heran. Mach ich jetzt mal. Lade die Daten runter. Da mach. Almost. One more time, Nara. I must compensate for its fragmentation. So, das war die Stelle. Lade die Daten herunter, Häkchen. Und jetzt? Irrelevant. We got it all. Now burn. The ship logs indicate it encountered a void crystal. They power the psychic totems. Which bind our minds to the urges of the faceless. But that only affects humans. Or sentient beings. Then this ship's AI spent a very long time out here. I found something else in the data that might be of interest. Yes, I can sense it nearby. Jo, dann war es wohl so. Entweder war es buggy, das werden wir jetzt gleich feststellen, oder es war tatsächlich so, dass wir das Ritual zuerst bekommen mussten und jetzt bekommen wir erst den dazugehörigen Ritualaspekt. Es scheint so. Ja, das werden wir jetzt sehen. Also hatte ich da doch von der Vermutung her recht. Bin ich mal gespannt, was abgeht jetzt. Ich denke, dass das Ritual des Sterns Aspekt ist. Mal gucken. Sehr schön. Nein, Ritual der Jagd. Okay. Stalking close. Kill. Ja, stimmt. Es war ja auch das Ranspringen. Du fühlst dich stärker. Dann war es vielleicht buggy. Oder ich hab's echt vercheckt und war nicht schnell genug. Keine Ahnung. Was weiß ich, auf jeden Fall ist es jetzt so, Ritual der Jagd. Nach dem Sprung verursachen alle Waffen und Rituale 5 Sekunden lang 50% zusätzlichen Schaden. Ach du Kacke. Und das Ganze dann noch mit Viper verbunden hier. Feinde erleiden 50% mehr Schaden, wenn sie von hinten angegriffen werden. Also wir springen hinten dran und haben einfach mal, jo, 100% mehr Damage. Richtig krank, richtig, richtig krank. Das ist krass. Ja, aber merkwürdig, dass es damals nicht funktioniert hat, oder? Weil ich war auch am Schiff dran und so ähnlich wie jetzt eigentlich. Ganz komisch. Das ist durchaus komisch. Will ich jetzt noch die Quest da machen? Ich glaube schon irgendwie. Ich wäre noch geneigt, diese Quest auch noch zu machen. Sollen wir uns die noch kurz angucken? Ich würde sagen, ja. So, fliegen wir dort noch hin, machen das noch und dann war's das für heute.
So, ich scanne da rum und dann kann ich vielleicht für die nächste Folge, entweder werde ich das noch vorbereiten und da so ein bisschen rumfliegen und gucken und machen und tun, oder eben nicht und wir machen direkt mit der Hauptquest weiter. Ich weiß es nicht, also wir machen auf jeden Fall mit der Hauptquest weiter, nur eventuell decke ich noch irgendwas auf und zeige euch das kurz und sage dann, ja, dass wir dort nochmal was machen oder so. Perfect weapon. But you are more than a machine. Forza, I was so blind. Yes, you are human after all. Together we could be more than that. Perhaps. Credits. But we are not the same. I do sense. Und nochmal Credits. Alter, was mach ich? Alter. Ah, das ist auch noch was. I think a part of me is missing. But what does it matter? I moved on. Did you really? So, wo ist denn jetzt die Quest da? So, müssen wir was machen. Soll ich die vielleicht mal markieren? Wäre vielleicht ganz sinnvoll. Emek-Zuflucht. Notruf. Der Widerstand hat die Emek-Zuflucht verloren. Nicht durch einen Angriff, sondern durch einen weiteren Blitzsturm. Ree glaubt, dass ein Besatzungsmitglied irgendwie entkommen konnte. Ob hinter dem aufgeladenen Feld noch jemand am Leben ist, ist nicht bekannt. Alles klar. Auf geht's. Could still be worth it. Nara, we lost another base to one of those lightning storms. But a crew member escaped. Please check on them. Ree out. Das werden wir tun. So, hier vielleicht mal kurz quatschen. Rede mit dem Widerstandspiloten. Hi. You escaped the storm. I was out on patrol. But then the lightning, it killed my wingman. And the outpost? I don't know. I must go back. I'll go and check the base. You report to Admiral Cardo. Now. But you did well, pilot. Now follow your orders. Und jetzt sollen wir dort drin machen? Nähere dich der Basis. Sollen wir da irgendwie dafür sorgen, dass die die Blitze wieder abwehren können, oder was? Ein Verteidigungssystem wiederherstellen, oder was weiß ich, dass eine Aura bilden kann, was weiß ich. Keine Ahnung. Outpost Command, what's your status? That voice. Cult Slayer? Apologies, the storm blinded our sensors. Any casualties? We're down to 51 crew members. Nara. Circle Force is approaching. Outpost, hold your fire. Problem. Jetzt machen wir das mit dem Springen mal. Bin ich mal gespannt. Jo, der Damage ist da, würde ich sagen, oder? Hinten dran springen, Damage machen, stören am besten noch und das war's. Es ist so krank. Move faster. Cleared. What a senseless deception. The circle ships did protect them from the lightning. What? Clear the area. Go, go. Nochmal neue Schiffe oder was, die mich angreifen? Kein Problem. Wir holen uns hier ein überladenes Schild, zerstören die, greifen die an, zerstöre die Piraten weiterhin. Alles klar, machen wir. Kein Problem. Bin ich dabei? Alter, ist das ein Damage. Ey, richtig krass. So, hier mit dem Stören kriegen wir immer noch den Schild dann noch gut geschrieben, den überladenen Schild sozusagen, können hier alles wegmachen. Das war der letzte, eine Verschwendung exzellenter Schiffe. Was ist da mit dir? Warum kommen da noch weiter welche? Zerstöre die Verstärkung. Achso, da kommen noch welche, okay. Alter, das ist doch normal ein Schiff, wo man hier... Der hat doch normal Panzerung, oder? Aber die ist so schnell weg, ich sehe das gar nicht. Ich würde sagen, der fliegt jetzt irgendwo dagegen. Komm, flieg dagegen. Flieg dagegen. Nein. Jetzt aber. Genau. Sehr schön. Bruchlandung. So. Ich würde gerne hinspringen. Hinspringen hinter einen Gegner. Habe ich keine Energie mehr? Nein. Jo, geht klar. Alter Schwede. Burned another one. Cleared. For now. It won't hold. I know, but let's report back. Da ging jetzt schon ordentlich die Post ab, also da muss man schon ein gutes Schiff haben, glaube ich. Take this for your efforts.
Automatisierungsprotokoll und Credits. Da gucken wir doch direkt mal rein. Automatisierungsprotokoll. Hier oben. Reparaturabklingzeit, fixer Abklingzeit, verringert die Ausfallzeit der Reparaturdrohne um 15%, wodurch sie in kürzeren Abständen eingesetzt werden kann. Jo, auch nett. Haben wir, glaube ich, schon hier 10%. Also genau, Automatisierungsprotokoll hatten wir schon. Jetzt haben wir es halt auf Stufe 3 noch. Es gibt wohl auch Stufe 4, werden wir auch noch sehen, wird dann wohl sehr bald ins Spiel kommen. Hier können wir noch unser Schild erhöhen, wenn wir das wollten und so. Ist natürlich auch nicht ganz so schlecht. Ja. Until the rift is closed. I'm working on that now. There will be more attacks. Yes. But I must go. Understood. Good. Now we're out. Der Riss ist geschlossen. Wir haben schon alles erledigt. Alles ist cool. Ja, nee, dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle Schluss. Ich denke, wir haben jetzt genügend gemacht. Wie ich schon sagte, vielleicht fliege ich off-Kamera noch rum und suche ein bisschen was ab. Vielleicht noch nicht, das weiß ich nicht. Also nicht sofort jetzt. Ich weiß nicht, ob ich vor der nächsten Aufnahmesession kurz dazu komme, mal noch 10, 20 Minuten da rumzufliegen, zu gucken, ob hier irgendwo noch eine Nebenaufgabe auf uns wartet. Kann ich jetzt nicht genau sagen. Tendenziell würde ich sagen, nein, wenn ich mir das hier so angucke. Und dann können wir natürlich in der Hauptquest weitermachen. So oder so machen wir in der Hauptquest weiter, wenn erwähne ich das nur, dass ich was gefunden habe, was wir dann sehr bald machen können. Und hier sieht es auch schwer danach aus, das Herz. Story-Missionen müssen wir natürlich weiter abschließen. Wie sieht es eigentlich mit den Feldern da aus? Wir hätten noch, das Labor da hatten wir noch, Kinokfelder und dann kommt halt hier Nimica. Das war's dann. Und in den Kinokfeldern ging jetzt auch nicht mehr so viel ab, denke ich mal. Also wir sind da schon so im letzten Drittel auf jeden Fall angelangt, sagen wir es mal so. Da bin ich mal gespannt. Wünsche euch einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Reinschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao.